Was genau, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Lords of the Fallen. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen weiter. Immer noch hier in dem Gebiet unterwegs, wo wir zuvor nicht waren, im Sumpf. So, komm mal bitte her hier, Seele. Komm her. What? Du nicht. Du nein! Du nicht! Ah, okay. Nee, oh, ich dachte schon, man könnte sich befreien, wenn, indem man rollt. Scheiße. Ich habe zu viel rumgespielt, oder? Oh nein, oh nein. Was sind das denn für welche? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Dumme Sau, du, ey. Okay, ja, Freunde, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir machen weiter und schauen doch mal, dass wir direkt hier... Das müsste, glaube ich... Ist das hier die Seite? Ja, ich glaube hier. Hier sind wir da unten beim Checkpoint. Freunde, gerne weiterliken, kommentieren, unterstützen, damit der Algorithmus weiß, euch gefällt das Ganze. Damit ihr den auch ein bisschen... Zeigt, wer der wahre Boss ist. Ihr wisst Bescheid. Gerne ein bisschen Action machen, ne? Gerne ein bisschen Action machen. Okay, da ist auf jeden Fall ein bisschen Action. Da unten ist der Checkpoint. Lass erstmal ganz kurz hier durchgehen. Hätte ich das natürlich gewusst, wäre ich erstmal da runtergelatscht. Was ist hier Schönes? Hm. Ist das ein neuer Anhänger tatsächlich? Hä? Hat die Chance, eine Mine zu erzeugen, wenn ein Gegner einen Feind mit einem Angriff getötet wird? Okay. Ah, na gut. Ach, ja, gut, dann müssen wir das halt machen. Dann müssen wir halt leider nochmal in diese Welt rein. Das hat sich ja richtig gelohnt. Danke für gar nichts, ey. So, hier oben ging es noch weiter. Da ist noch ein Bogenschütze gewesen. War das hier? Hier war das, ja. Ja, cool. Da fliegt er einfach nur. Da oben ist auch ein Item. Ist das eine Falle wieder? Nerv doch nicht! Ach Gott, das ist ja noch so ein großer! Oh, was denn? Drop die großen Dinger, Mann, die brauche ich! Die brauche ich unbedingt! Die brauche ich! Die. Oh, warte mal, wenn da zwei große sind. Man könnte noch die Hasepfote machen. Könnte man die grinden, ne? So, nochmal ganz kurz gucken, nicht, dass ich da irgendwie was übersehen habe. Das ist doch. Ja, das ist doch. Ja, klar. Das ist doch. Ja, das ist die andere Seite, Alter! Junge, ist das krass. Du Ratte. Natürlich hast du es überlebt. Okay. Okay, alles klaro. Okay, gut, da kann man die großen Dinger sammeln. Und grinden. Okay, erstmal ausruhen jetzt. So, was haben wir denn jetzt hier? Naja, ich habe so viele Waffen, ne? Ich habe jetzt so viele Waffen. War das hier, man. Das war das hier. Stärke, Agilität von. Ja, eigentlich will ich bei meinem Schwert bleiben, sage ich euch, wie es ist. Eigentlich will ich das nur noch hochballern jetzt.
Und das wäre natürlich dann dementsprechend natürlich geil, das zu grinden jetzt. Das wäre natürlich jetzt geil. Ich brauche 4 Stück davon. Warte mal, welches Level habe ich jetzt? Ich brauche 4 Stück davon. 4 Stück. 4 Stück? Für das erste Level? Oder, nee, für das erste Level mit dem Dingern? Ich weiß gerade gar nicht. Ich überlege, ich hätte da schon Bock drauf, Mann. Aber wenn, dann würde ich das ohne euch machen. Ich glaube, ich mache das jetzt auch. Weißt du was? Ich mache das jetzt auch. Ich grinde das mal eben kurz. Bisschen. Ich will ein besseres Schwert, Mann. Ich will die alle kaputt klatschen. Ich will die alle komplett kaputt klatschen. Wo muss ich jetzt hin? Ins Moor, ne? Ja. Gut, ja, mach ich. Ich hole mir das krasse Schwert. Gut, Freunde, also weiter geht es. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen gefarmt, aber ja, keine Ahnung, 20 Minuten oder sowas und ich habe eine Scherbe bekommen. Eine Scherbe. Und nachdem ich dann 3 Levels oder 4 Level zusammengesammelt hatte an Seelen und so, hatte ich dann auch keinen Bock mehr. Dann gehen wir lieber weiter nach vorne und dann irgendwann vielleicht in Gebiete, wo das einfach normal, einfach ganz normal droppt. Weil es selbstverständlich ist, weißt du? Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich dachte, ich hätte meine... What the fuck? Ah, das geht sogar easy von hier oben. Jetzt vergifte ich dich, die Drecksau. Oder auch nicht. Geht das überhaupt? Das geht aber. Du bist vergiftet. So, ja, ey, wie gesagt, ich habe da auch keine Lust jetzt da ewig. Also habe ich jetzt 4 Level auch alle in Stärke gepackt. Ich bin jetzt auch stärker geworden. Zwar nicht so krass wie mit einem geilen Upgrade für die Waffe, aber ich hätte auch keine Lust drauf. Okay. Dumme Sau, du Mann. Was ist mit dem denn los? Was ist mit dem denn los? Hör doch auf zu schießen, Junge. Ich bin direkt vor dir, du Affen. Ey. Ach, Junge. Gibt's doch nicht, Junge. Stirb doch jetzt, du Lappen, ey. Mein Gott, gehst du mir auf den Senkel, ey. Honored nobles, fellow visionaries, who placed your and did I not deliver on all of my promises? Your coffers overflow. Your influence has never been greater, and your every little desire and desire are fulfilled as you deserve, as it should be. And while there are those upon us with contempt, who call us decadent, callous, depraved. These are merely the ignorant and envious whinings of the irrelevant. And what you have achieved so far, thanks to my guidance, well, that is merely the beginning. Okay. Holy shit! Vielleicht hätte ich dann nicht so wild reinlaufen sollen. So, wenn ich mich jetzt nicht... warte, ich muss meine Seelen kurz holen. Aber diese Runentafel, die müsste ich doch eigentlich meiner Schmieden... Oder was wollte die immer? Ich komme da durcheinander. Der eine will irgendeine Anstecknadel, der andere will einen Finger in den Po. Ich weiß doch auch nicht mehr, was hier abgeht, Mann. Ich glaube, sie wollte die... Die Dinger, ja, glaube ich. Wo ist die alte? Ja, ist gut, Kleiner, ist gut. Ja, komm doch hoch, komm, trau dich doch. Ja, bist ein bisschen dumm, wa? Ja. Bist ein bisschen doof. Ja, komm doch. Komm du doch mal ran.
Du Affe, du Ey. Ja, scheiße, wa? Scheiße, wa? Ich hab das vorhin nur angetäuscht, dass ich so schlecht war. Stirb, du Ratte, du Ey. Jetzt ist ja schon wieder die Frage, wo lang? Jetzt ist ja schon wieder die Frage, wo lang? Auch hier ist die Frage. Hoch, runter? Oder hier hinten durch? Mal. Das ist, ja, ey, keine Ahnung. hier kann man nämlich auch noch weiter. Also ich muss ja sagen, also diese Plätze, die sind schon teilweise wirklich ein bisschen komisch verteilt, ehrlich gesagt. Da, wo du selber dir so ein Ding machen kannst. Weil die sind schon super, super, ich sag mal, großzügig verteilt. Die normalen Checkpoints, die richtigen, die sind schon ein bisschen seltener, aber ich finde es eigentlich, ja. Ich falle auch jedes Mal drauf rein, oder? Auch so eine Dolly, Alter. Weil ich wieder irgendeine Scheiße erzähle, die keinen interessiert, Mann. Ja, ich finde, das gleicht sich aber dann aus. Also wie gesagt, die normalen sind vielleicht ein bisschen seltener verteilt, aber gut, ja, also, ja, ist halt auch mal so die Frage, wo ist der Junge, ja, ich habe versucht zu rollen, aber es ging nicht. Ist halt auch immer so die Frage, wo ist der, Junge, was ist hier los? Ich krieg ja voll auf die Schnauze. Wo ist der Sweet Spot? Weil zum Beispiel bei Dark Souls 3, würde ich so mal sagen, da war es dann irgendwann ein bisschen zu viel. Da bist du teilweise wirklich 50 Meter gelaufen oder 100 Meter gelaufen und dann hattest du schon wieder eins. Das war vielleicht wieder zu viel. Das ist halt auch immer so die Frage, weißt du? Ist halt auch immer wieder die Frage. Wie schlecht bist du? Wie oft willst du eigentlich verrecken hier in diesem Müllhaus, ey? Das ist halt auch so eine Frage, weißt du? Die musst du halt dir einfach irgendwann mal stellen. Ja, was machst du jetzt? Nochmal da rein. Wäre ich doch einfach zurückgegangen und hätte das mal gecheckt mit der scheiß Rundtafel. Ja. Hä? Was wird das denn jetzt? Ja, man sieht's halt, aber wenn man so labert nebenbei. Nein. Ist ja nicht schlimm jetzt. Ach so, aha. Jetzt gehe ich doch hier weiter in dem Gebiet. Wow, wee, yippie. Ist hier Ende im Gelände? Ich muss auch sagen, das Problem ist auch ein bisschen. Unten rechts flackert zwar die Anzeige der Lampe, wenn irgendwas in der Nähe ist, aber mein scheiß Mikrofon steht davor. Hm. Das war's jetzt? Das ist jetzt das Ende von der Gebiet? Das ganze Ende ist irgendwie. Nee, oder? Nein, das muss ja irgendwie da. Doch da irgendwie hinten rum weitergehen, wo ich die alte abgeschmissen habe. Nee, hinten müsste es ja irgendwie. Ah ja, genau. Ja. Ja, na komm, fall doch runter, ey, und stirb.
Ja, das muss ja der richtige Weg sein. Weil es ist ja das Gebiet, was direkt nach dem Boss kommt. Und wenn es ein Boss ist mit Cutscene, dann ist es dann, das ist ein wichtiger Boss. Ein optionaler auf jeden Fall. Würde ich jetzt so schätzen bei dem Spiel. Das sieht aber nach Nebel aus. Ne, okay. Ich dachte schon, das wäre so eine Nebelwand, Alter. Das sieht aber... Jetzt Resi 4 oder was? Ah, komm mal an. Oder sieh mal an. Doch, ausruhen kannst du dich mal? Ja, diese... mein Gott, diese verschleimte Scheiße, Mann. Was ich sagen wollte, was? Sonnenlosen Strange... Strangs? Sonnenlosen Strangs, wenn ich... ey, das Grind, das war so sinnlos. Das hat gar nichts gebracht. Ein paar Level, aber das hätte ich auch irgendwie anders und entspannter machen können. Ich will mal ganz kurz... Ich hab's verpeilt. Ich glaube aber, sie wollte diese Bücher. Ich glaube, ja. Und dann könnte es ja schon sein, dass wir das auch einfach bei ihr kaufen können, denn die Scherben, da hast du sowieso alles erledigt, Mann. Aber ich glaube nicht. So, the tablets are all here. Just one more left, human. Traveler, there is often no greater misjudgment than power being placed in the hands of one unfant. Galinda's calloused hands and heart will only bring misery with the power of the runes. The final tablet. No funny ideas, you treacherous dog. Remember, as long as you're wearing those manacles, if I die, you die. Galinda, she'll see those idiots back in Sturlevo choke on their words. Another like you, a man I encountered long ago. One already burdened then, a burden which has only increased enormously in the years since, and taken a heavy toll, and his is a bleak, ruinous road. Enough chit chat. Ja, ich wollte gerade sagen, genug gelabert. Nee, hat die natürlich nicht. Mann, wann kriegt die da mal wenigstens andere Scherben, Mann? Was muss man ihr denn bringen, dass da was vorangeht hier bei der Alten? Kann's doch nicht sein, ey. Was ist das für eine Scheiße hier? Ich habe eine zweite Rune? Wann das denn, ey? Egal. Ich besitze keine Rune. Ach, da brauchen wir eine. Oh Gott, Alter. Wir brauchen eine quadratische. Lächerlich. Jetzt ist halt die Frage: Gehen wir da jetzt weiter? Oder gehen wir mal woanders lang? Ich weiß gar nicht, wie gehen wir an. Warte mal. Wirtshaus. Depot. Ich hab gar keine Ahnung. Gehen wir in die Mine. Wo müsste ich denn nochmal hin, um diese Verzweigung vor 3, 4, 5 Parts zu haben, wo, wie gesagt, links die Burg war, wo die miteinander gekämpft haben und rechts war dann der mäßige Weg durch den Tunnel, wo wir dann auch auf der Brücke gegen diesen Vernichter gekämpft haben. Welcher war denn das? Der kam, glaube ich, nach diesem Pferdetypen, oder? Von hier aus könnte man, glaube ich, auch hinlatschen. Will ich da hin? Wo will ich denn jetzt hin eigentlich? Komm, gut. Gehen wir einfach straight geradeaus.
Aber gib mir endlich verdammt nochmal die... Ich weiß gar nicht, wo habe ich denn die großen Scherben herbekommen denn? Ich hatte ja schon mal einen Level-Up mit den großen Scherben für mein Schwert. Ach du Scheiße, ja. Hört doch auf mit dieser... Ja, genau, Alter, diese scheiß Omis, Alter, die stelle ich die... Okay. Warum visierst du den da oben an? Was machst du jetzt? Ja, was machst du jetzt? Lebt er immer noch? Ich höre, glaube ich, schon wieder. So ein Typen, der sich ausbreitet. Ja, die kleinen Dinger braucht man doch nicht mehr. Ey, Leute, jetzt mal ernsthaft. Also, wir sind jetzt mittlerweile so weit im Spiel, diese kleinen Kinder erschrecken. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich weiß gar nicht, wie viele ich habe. Und ich habe schon einige verkauft. Weil ich sowieso nicht mehr alle Waffen hochleveln werde. Ich habe noch 40 Stück. Und ich habe bestimmt schon... Keine Ahnung. Ich habe bestimmt genau die Anzahl bestimmt locker schon verkauft. Gebt uns mal wenigstens... Also, die droppen ja nicht mal mittlere. Was ist denn hier los, Mann? Das ist aber ein bisschen komisch, oder? Jetzt mal ernsthaft. Oh, ach, da oben sind sie. Du stirbst, ey. Ob du willst oder nicht. Komm raus da links, ich sehe dich. Ey, so ein mean Abschnitt muss aber auch immer drinnen sein, oder? Das gehört auch irgendwie dazu. Hey, Junge, jetzt wirst du zugeschissen mit den Kleinen. Hey, jetzt mal ernst, aber oder? Jetzt mal Real Talk. Das braucht doch wirklich kein Mensch mehr jetzt. Also nicht in den Massen. Okay, warte mal, wenn die mir Gift geben... Ist es meistens ein Hinweis. Ruckel, zuckel, nice. Hey, ich liebe das Schwert, wa? Hey, ich liebe das Schwert, das Movement von dem Schwert ist einfach geil. Boah, du Ratte. Das war so logisch, wa? Das war so klar, Mann. Was geil wäre, wäre auch eine Lampe irgendwie. Oder hat man vielleicht sogar eine? Also, ich meine so eine Lampe, die mir Licht gibt. Ich hasse das, wenn wir das tun müssen. Was heißt, ich hasse es, aber
Ich will's nicht, Mann. Ich will in der normalen... Wir haben schon wieder ein komplettes Level zusammen eigentlich. Ja, das geht so schnell, ein Level zusammen zu bekommen. Leute, ey, scheiße, Mann. Hätte ich das mal vorher gesehen. Na, wir haben gar keine Knospe. Unten ist auf jeden Fall ein Item, aber... Glaubt ihr, es lohnt sich? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Kann man hier nicht normal? Wenn ich mich da runterdroppel, sterbe ich doch eher, oder? Das ist mir nicht wert, ehrlich. Obwohl, ich muss herausfinden, was das ist, Mann. Du kannst dich aber auch nicht so geil droppen lassen auf den Ball. Ich bin so hoch. Ich glaube, ich sterbe, ey. Muss es tun. Ja, ach, komm! Ja. Ah, okay, ich verstehe. Warte. Natürlich, da. Stimmt. Ja, stimmt, ich spiele es ja. Das Spiel jetzt das ein oder andere Stündchen. Wenn ich da in der lebenden Welt runterspringe und sterbe, dann ist ja alles in Ordnung. Ach Gott. Naja, egal, das gehört dazu. Hätte ich vorher den Geist gesehen, hätte ich mich auch nicht sofort in die richtige Welt begeben. Deswegen, naja, egal. Jetzt werden wir uns aber das mal gönnen, hier durchzulaufen. Was ja sowieso heißt, die Verfolgung ist bis zum geht nicht mehr, oder? Diesmal nicht? Naja, okay. Ah, diesmal kein Fass? Okay. Ja, das will ich eigentlich nicht. Ich will das hier eigentlich. Geht das? Ja, okay. Wahrscheinlich, wenn die Bretter... Vielleicht, wenn die Bretter heil sind. Obwohl, ah, vielleicht hätte ich da mit der... Ich hätte da mit der Lampe gucken sollen. Scheiße, ja. Das sieht man von hier unten nicht. Fuck. Wie man hier durchspratzt mit den ganzen Gegner. Die nerven zwar, aber gut. So, okay. Oh, auch nice. Was hier dich, Junge. Kackbratze, du,
Mann, überlebt das sogar, ey, krank. Ich nicht. Hacker der Treuen. Keine Ahnung, was das ist. Das ist ja noch besser. Ich hätte nur mehr Lebensenergie gebraucht. Scheiß, Mann. Ring der ersten Bestie. Beständigkeit. Seide mit euch. Hat das gemacht jetzt? Nee. Nee. Ach, das da vorne ist auch gegangen, oder? Ah ja, okay. Verbesserte Feuergranate. Verbesserte Feuergranate. Granate, Granate, Mensch. So, geben wir uns nochmal ein Level. Ja, wie gut. Es geht so schnell, Mann. Das geht so schnell. Meine Fresse. Also die können sie auch langsam mal lassen, diese Scheißgegner. Die nerven so viel Heftigkeit. Komm her, du Lappen, ja. Wahnsinn. Oder man kommt einfach so an die an das Item, was mega krass ist. Einfache Bolzen, Junge. Woo! Wui, yippie! Rip tip dili lip tip diri. Rip tip dili lip tip diri. Die Bande bestimmt schon, oder? Waren wir hier schon? Waren wir hier schon? Ich bin die ganze Zeit durch, ja. Waren wir hier schon? Wo bin ich denn jetzt, ey? Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Ne, hier waren wir nicht. Das ist fucking Giftwasser. Das ist doch schlauer. Wo zum Teufel bin ich jetzt, Alter? Ich blick gar nicht mehr durch.
Das sieht fett aus. Schild des Flüsterns. Sieht tödlich aus? Nee, okay, doch. Ich hab kein blassen Mother. Shittig. Nochmal. Blassen Schimmer. Ich weiß keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Was? Ey, Junge, mach doch nicht sowas. Hä? Ist hier ein Boss gleich? Nein, genau die Scheiße wollte ich nicht. Habt ihr noch irgendeine Übersicht jetzt? Nee, kannst du überall so einen Checkpoint machen, ey. Und ich hab keinen mehr, Warum habe ich so wenige eigentlich? Ich hab doch einige. Ich dachte irgendwie, ja, irgendwie zwischendurch hatte ich das Gefühl, jeder Boss gibt einen. Ich hab doch so viele Bosse gemacht. Ach, krass, hier bin ich jetzt runter. Also von hier oben. Nee, warte. Nee, war das nicht hier oben? Bin ich nicht da irgendwie. Doch, von da, oder? Da vorne ist auch noch ein Item. Hä? Hä? Ah, da bin ich jetzt gerade hoch rüber gesprungen. Ah, Junge, boah, der Kreis schließt sich aber mega krass. Boah, Leute. Heftig, heftig. Aber ich habe da bestimmt in einem Giftgebiet irgendwas übersehen, bestimmt. Oder? Ist auch alles hier Gift. Das muss ich doch in Dings Welt. Ach doch, Mann, Alter, ich schwör euch. Ja, ich muss. Dreckiger Feigling, ey. Stück Scheiße von Gegner, ey. Wie kannst du immer noch Lebensenergie haben? Ach, verdammt.
Ich hab keinen Bock, gegen das Riesengesicht nochmal zu kämpfen. Wie kommt man denn an diese scheiß Dinger da ran, ey? Oh, baby, yes! Tja. Where the hell's it gone? Whoever took it, I swear! This vestige, it marks where Katrin fell. She was a lamp bearer, like you. But far more than that, she was... my love. I left a token here, in her memory. A pendant I gave her a long time ago, and now it's gone! It's all I have left! Katrin and I were both... we fell in love, even though the Order forbids it. They found out, and made sure we paid for our sin with agony. In the end, they thought we were dead. But it was only Katrin's heart stopped. And not for long, thanks to the Umbral Lamp. But even as eventually there came a day when she fell and didn't rise again. I'll find the bastard. You find them first. You tell me. There'll be blood for this desecration. Ja, ja, jetzt auf einmal, ne? Jetzt auf einmal. Tja, Leute, ey. What the fuck, Alter Schwede! Boah, hab ich mich erschreckt hier, Alter. Ich bin richtig in meiner Welt jetzt gerade. Boah, Junge. Man, damit habe ich aber jetzt nicht gerichtet. Das müsste doch gehen, oder? Wahrscheinlich geht's von unten wahrscheinlich noch leichter, aber ich mach's von hier, ja. Okay, alles klar. Oh nein! Oh Gott! Oh Gott, Mann! Dreckiger du, ey. Nicht die wieder. Also ich muss sagen, so, also hier in den Minen hätte ich mir schon ein bisschen paar mehr neue Gegner gewünscht, wa? Vielleicht nur diese Minenarbeiter und das sind richtige Larrys, ja. Stirb doch, du dreckiger Töle, du, Ist eigentlich mit meiner Ausdauer? Kommt die mal wieder?
zieh ab, ey. Ah, ist gut, ist gut. Keine Ahnung, ey. Also, die, also wo ich jetzt bin, ist schon lange vorbei, Mann. Ist schon lange vorbei. Mann, also... What the fuck? Ach, Gottes Willen, Alter. Ey, wie ekelhaft das von den Entwicklern gemacht ist, Alter. Wie ekelhaft von euch. Die kleinen Schweinegesichter. Das haben die so bewusst dort hingetan. Weil die wussten, ah, die werden bestimmt versuchen, von hier unten die, das scheiß blaue Männchen da kaputt zu machen bei der verschissenen Müllhexe. Und dann werden wir die Spieler grabben, Alter, von hinten. Ja, das wird super. Ach, ihr kleinen Schweine, Mann. Richtige Schweine. Ich muss jetzt kurz weinen, ich habe so wenig Lebensenergie. Ach du Scheiße, währenddessen holt die sich die Riesenarmee hier wieder. Und die Hexe fuckt auch noch ab von der anderen Seite. Hohohoho, ist die geflogen, Mann! What? Richtige Sniperin oder was? Dreckige Sau, du, ja. Ist verreckt? Ja, perfekt. Dass ich jetzt hier noch lebe, ist ein Wunder. Komm schnell hier rein, ja. Ach, der ist echt. Ja, also wirklich. Ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt mal ernsthaft. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht von den Gegnern hier in der Mine. Sag ich so, wie es ist, weil es sind alles Gegner, die wir jetzt schon seit Stunden bekämpfen, wa? Jetzt mal ernsthaft. Da wäre doch ein bisschen mehr drin gewesen, oder? Sowas zum Beispiel, Junge! Ja, sowas hat niemand erwartet! Ja! Ja, ja, ja. Und wenn ihr jetzt das gesehen habt, dann seid ihr erstmal krass. Gratulation an euch. Ihr seid krass, krass, dass ihr euch so lange das Video reingezogen habt. Aber um es zu beweisen. Schreibt mal bitte rein. Michael R. Sorb, Alter. Ja, genau. Michael R. Sorb. Ja, das war ein richtiger Jumpman. Jumpman. Jumpman und Sorbman. Ich habe keine scheiß Ahnung, wo ich jetzt als erstes lang gehen soll. Hier geht's nämlich. Hier ist eine Leiter. Okay, gut. Das ist doch irgendwie. Da geht's auch nochmal lang. Da geht's auch nochmal. Ich dreh durch, ey. Ohne Scheiß, ich dreh durch. Hier von hier bin ich doch hochgekommen, ne? Ja, ja, okay, okay. Aber wie soll man denn da reinspringen? Wie soll man denn da rein... Sind wir denn hier lang gegangen? Wie sind denn hier lang gegangen? Ach so, jetzt sind wir hier. Oh, Junge, ey. Oh, du Scheiße, Mann. Wo kommt der denn her jetzt? Hä, da ist ja auch noch ein Weg. Sind wir denn gegangen? Verpiss dich doch, du. Affe, du, ey.
hier lang gegangen, ey? Gottes Willen, Alter. Wieder zurück. Dann wieder zurück und ja. Keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Doch nicht so einen miesen, krassen Jump von oben, oder? Wenn man in einer anderen Welt ist? Doch, wahrscheinlich schon, ne? Hab ich aber keinen Bock jetzt, Alter. Weil hier keine Laterne nochmal ist, wo ich mir. Komm, komm, komm. Oh, Gottes Willen, gut, dass ich es getan habe. Ich bin der beste Junge. Ich habe es von vornherein gewusst. Ich habe immer daran geglaubt. An dieses Item habe ich immer geglaubt. Ich wusste es. Es ist krass. Mach den Jump. Mach ihn. Moment mal. Was mache ich hier für eine Scheiße eigentlich? Warum mache ich jetzt hier so auf Risiko? Zieh dich, Mann. Lass mich doch durch. Jetzt muss ich die Leitern. Ich will runterspringen wie ein krasser Typ, Mann. Ach Gottes Willen. Ich gehe jetzt noch einmal rüber. Mehr Eier als an Ostern. Verpiss dich doch. Lass mich doch einfach durch, Mann. Gottes Willen. Ich werde jetzt noch sterben, Mann. Verzieht euch doch mal jetzt, ihr Affen, ey. Guck dir das an. Affenkinder, ja. Weg! Was ist jetzt der schnellste Weg darüber? So. Ja und? Hast du es gefunden für deine Frau? Für deine Geliebte? Nee, du stehst ja immer noch wie ein Affe rum. Immer diese Ansagen, weißt du, ja, ich muss für meine Geliebte, ich hab da irgendwas verloren, ey, wenn du es findest, ey, wer hat das geklaut, Mann? Jetzt zieh doch mal los! Du kleiner Lump, ey. Richtiger Loser, der Typ. Immer so Ansagen schwingen, ja, ich hab sie geliebt, Mann. Ich würde alles für dich tun, ey. Was machst du denn? Ja, ich warte hier, bis der Spieler das gefunden hat, Mann. Ich beweg mich hier keinen Zentimeter weiter. Krass, ey. Du hast sie richtig geliebt, oder? Ja, Mann, ja. Wir waren Seelenverwandte. Ratte, du! Ein Schlag hätte gefehlt, oder? Diese Lampe muss ich mir jetzt wieder, oder diese Möglichkeit da, mich zu regenerieren, muss ich mir jetzt wieder erkämpfen, Hardcore-Style. Ja! Muss ich weg, all dich! Boah! Ich sag mal so! Leute würden jetzt behaupten, also so viel krasser sieht die Situation jetzt nicht aus, hätte weiterlaufen können. Ich sage, ihr habt verdammt nochmal recht, Mann. Es hat sich nicht viel getan. Es hat sich nicht viel getan jetzt. Also wirklich, das ist doch ein Witz, oder? Also wirklich, sag mal, haben wir irgendwo hier eine Lampe oder sowas?
Das ist doch einfach richtige Scheiße, dass ich hier die ganze Zeit im Dunkeln durch die Gegend laufen muss. Vor allem, ihr werdet wahrscheinlich sowieso nur die Hälfte sehen. Durch YouTube wieder. Ach so, guck mal hier. Jetzt sind wir einfach nur eine Station drüber. Oh mein Gott, ey, oh mein Gott. Wow, cool, Mann, freue ich mich. Scheiße! Wo ist das blaue Ding? Wo ist das blaue Ding? Oben oder was? Ja, hier hinten kannst du nämlich nichts machen, ne? Hier hinten kannst du nichts machen. Den lassen wir einfach mal da oben. Komm, man von hier. Ah, ja. Ach nee, das ist einfach nur das blaue Scheißding, ja. Shit, warte. Aha! Wo war aber die Tür jetzt? Ich keine scheiß Ahnung. Wirklich, ey, das weiß ich wirklich nicht mehr. Wo war die Tür? Die verschlossen war, wo wir diesen Schlüssel brauchten. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Mann. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Warte, bist du cool? Bist du cool? Bist du noch cool? Ich seh nix! Mein breitgebauter Verbannter hat einfach zu viel Platz eingenommen. Oh, das ist mein Tod! Wow! Ey, 5 Kilometer muss ich jetzt durch die Scheiße laufen? Ey, Leute, ey. Yo, Junge. Ja, genau. Stell dein Bein da so oben ab, ey. Als wenn du mich teabaggen willst, ey. Ja, schwer war der jetzt nicht, aber wenn du keinerlei Heilung hast, eigentlich keinerlei Leben, eigentlich gar nichts hast und einfach auch langsam wirklich den Überblick komplett verlierst. Ey, diese Gebiete, ey, ohne Scheiß. Also, ich muss wirklich sagen, das ist teilweise wirklich super, super anstrengend.
Es ist mega anstrengend. Ich finde es mega anstrengend. Also nicht an sich schwer, ich finde es nur anstrengend, weil du die ganze Zeit penetriert wirst. Sobald du in diese Umbrallwelt bist, jagen die dich, als wäre Sommerschluss verkauft oder so. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich verstehe das nicht mehr. Was wollen die von mir die ganze Zeit? Ja, ich würde sagen, das passt ja auch. Folge ist ja lang genug. Ich müsste echt überlegen, wie ich da nochmal von hier hingekommen ist, straight. Aber gerade, da muss ich wieder an dem Feuertypen vorbei. Das muss ich ehrlich sagen, die Mine ist an sich cool aufgebaut, so vom Bau des Levels ist sie cool, aber die Gegner, sage ich euch ganz ehrlich, also, die haben wir jetzt seit Stunden bekämpft. Die einzigen Minenarbeiter sind neu, ansonsten sind es ja alles die gleichen Gegner. Das finde ich echt enttäuschend bisher. Kann auch kommen so, aber auch hier in der Mine sind wir auch schon jetzt in der Weile. Ansonsten war es das, danke fürs Zusehen, liken, kommentieren und haut rein.